Ja, Freunde, ihr seht es selbst. Damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoob. Die Olga, die ist ja schon wieder richtig fleißig, Freunde. Ihr seht es selbst. Na, das ist ja mal ein Start in der Folge. War, Freunde, der erste Spieler und dann gleich schon hier am Malochen. Mann. Gut, gut. Ja, ihr seht es selbst. Wir wollen heute wieder ein bisschen Spieler beobachten, weil wir wissen ja immer noch nicht, wo hier Cheater sind oder ob es sie überhaupt gibt, aber wenn es sie gibt, dann werden wir sie bestimmt finden. Und es ist bei mir jetzt 20.30 Uhr, nee, 22.30 Uhr sogar. Oh mein Gott, ich muss gleich ins Bett, ich bin schon müde. Wir haben 17 Spieler online gerade und deswegen wollen wir mal gucken, was die Rasselbande so am Abend hier macht, ne? Ja, Freunde, der Ben. Der Ben ist gerade am Trinken oder so, ich weiß nicht. Der sitzt hier und guckt den Brunnen an. Vielleicht weiß er nicht, wie der funktioniert. Aber von der Klamotten her finde ich stylisch, ne? Blau gepaart mit Schlamm. Bis ins Gesicht hinein. Richtig geil. Ein schönes Set, Leute. Ja, das gefällt mir. Also auf jeden Fall. Ich finde es immer toll, wenn Spieler ja, sich so anders anziehen. So einen eigenen Style, sage ich mal, entwickeln, ne? Denn ihr habt gesehen, das ist auch richtig nice im Grunde genommen. Wenn eben nicht jeder immer gleich aussieht mit den besten militärischen Sachen, die es halt gibt im Spiel. Ne? Ich finde das so richtig geil, dass wir so unterschiedlich mal ein bisschen rumlaufen. Ne? Finde ich cool. Da haben wir zwar weniger Schutz, wir haben ein paar Nachteile, ist klar. Aber im Endeffekt sehen wir doch richtig geil dadurch aus. White Rebel war letztes Mal ja unterwegs im Auto, ne? Und jetzt können wir mal zuschauen, was die gute Dame so alles hier vollbringt, ne? Auf jeden Fall sind hier schöne grüne Kisten in dieser weißen Halle. Ja, Freunde, ich habe hier alle im Blick, ey. Wenn es hier Rabauken gibt auf meinem Server, ne, dann kann ich denen auf den Finger klopfen. Ach, du grüne Neune. Hier war ich auch lange nicht. Das ist der Staudamm, Freunde. Aber das Ding, das sieht so mächtig aus. Die sollten mal öfter so große, geile Sachen hier reinmachen. Der Staudamm, der lohnt sich eigentlich auch, ne, Leute. Es gibt hier so ein paar grüne Kisten in der Halle, habt ihr schon gesehen, ne? Guck mal. Dann hier verstecken sich hier noch ein Haufen grüne Kisten, Leute. Wusstet ihr das eigentlich? Und wenn ihr denn hier hochlatscht, Alter, dann gibt es nochmal grüne Kisten hier. Hier ist noch was. Also unterschätzt den dämlichen Damm nicht, ne? Von außen sieht der echt lahm aus, ne? Aber der Staudamm hier, der bietet doch ganz schön Loot. Also da muss man mal sagen, ne? Hier ist noch ein Ding. Also es ist schon ein nicer Punkt, ne? Man vermutet die meisten Sachen immer hier drin, das ist aber nicht so, ne? Aber hier gibt es auch ein bisschen grün. Aber die meisten Sachen sind außerhalb des Staudammes. Und das ist echt Hammer. Also hier, guck mal, hier ist noch ein Packen, ey. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich finde, jeder sollte den mal besucht haben, den Staudamm, Leute. Boah, das sieht so geil aus. Guckt ihn euch an, Leute. Geil, ne? Schönes Elektrizitätswerk. Wie hoch die Mauern hier sind, ne? Freunde, guckt es euch an. Hier wird gestaut. Ja, ich muss auch immer mal wieder sagen, ne? Die Gegend so, diese Atmosphäre von Scum und so, das sieht schon geil aus, ne? Ich hatte ja auch ein Video darüber gedreht, wie ihr hier lebendig runterspringen könnt, ne? Und unten auch wirklich lebendig ankommt. Müsst ihr einfach mit dem Trecker hier runterfahren, Leute. Das funktioniert wirklich. Wer das Video von mir nicht gesehen hat, ne? Und ihr habt vielleicht einen Trecker oder sowas, ne? Also der Trecker, der ist unkaputtbar. Da könnt ihr den reinsteigen und dann hier runterfahren. Und ihr geht dann nicht drauf, wenn ihr hier unten runterfliegt. Kommt wirklich lebendig unten an. Sei denn, ihr steigt natürlich aus dem Trecker aus. Also ihr müsst drinnen sitzen im Trecker, ne? Und der überlebt den Fall, wirklich. Das ist das Geile. Also der Trecker ist der Panzer hier von Scum. Das ist schon geil gemacht. Hier ist die Stromanlage, Freunde. Da siehst du wohl, guck mal. Und die Beitreppel, ne? Die hat jetzt hier ihre Ruhe. Du siehst weit und breit keinen anderen Spieler, weil hier gehen selten Leute her, ne? Die wissen gar nicht, dass es hier voll viel Loot eigentlich gibt, ne? Und du hast hier mehr deine Ruhe, Alter. So viel ist hier gar nicht. Guck mal, der Roboter hier. Und das war's denn hier, ne? Wenn du von der Seite kommst. Das ist schon nice. Bald gibt es ja auch Jetskis, ne? Dann fahren wir hier so lang. Oh, heftig, ey.
Kirby macht Zielübung, Freunde. Oh. Wo schießt der denn hin? Mal über die Schulter gucken. Da ist hier jemand. Zombie oder was? Bam. Sieht geil aus, ne? Hat er ihn getroffen? Er ist klitschnass. Nass. Hat's geregnet? Oder zumindest der Rucksack ist nass. Nice. Was schießt er denn da? Ich glaube, das ist eine K98 mit Schalldämpfer und Scope. Denke ich mal. Coole Sache, Mann. Weitermachen. Die Familie Ehrenhaus ist unterwegs. So, so. Freunde? Ah ja, hier sind wir hier. Hier, jetzt weiß ich. Bootcamp ist da hinten. Das ist Stadt des Todes. Ich dachte, die fahren Orangenwagen. Zu zweit sind sie unterwegs. Auch schön. Mal gucken, ob die jetzt gleich beschossen werden, wenn die in die Stadt des Todes fahren. Oh, Ben ist da hinten, ja. Und Fuerti oder so auch, ne? Guck mal, da ist noch ein Spieler hinten. In der Stadt des Todes ist immer was los, Alter. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. Oh, da wird schon geschossen. Fuerti ist auch da, ja. Das ist Ben. Irrenhaus gibt Vollgas. Die fahren die Strecke, wo ich auch immer fahre, ne? Ja gut, die sehen das wahrscheinlich im Video. Oh, Ben ist sauer. Komm zurück, du Hund! Die Irrenhäuser wissen das jetzt natürlich nicht. Ach, das ist ein Team oder was? Sieht auch geil aus, ne? Die Ausrüstung, guck mal von ihm. Man muss nicht immer militärisch angezogen sein, Leute. Ich finde das voll geil, dass ihr euch mal... ja, auch mal normal anzieht, ne? Der gute alte Sandro. Jetzt haben wir ihn auch mal erwischt hier, Leute. Guckt euch den an. Firma Lock and Pick. Hat er die ganze Straße zugebaut hier, ne? Oh Gott, was ist hier denn los, Alter? Reifenpanne. Guck mal, wie groß diese Bögen sind, ne? Das ist total übertrieben, Alter. Ja, wo Sandro wohnt, das wissen wir auch. Guck mal, was sie die alles hier bauen, ne? Alter Schwede. Versuch ja immer nicht so viel zu zeigen von den Leuten, damit ihr das selber so entdeckt, ne? Aber das ist schon, also ganz ehrlich, also der stampft hier aber auch was aus der Erde raus, ne? Kill Bill, okay. Und guck mal, er ist jetzt militärisch angezogen. Fehlt nur noch ein Helm jetzt, ne? Und eine bessere Weste. Er ist der militärische hier. Er hat Sandro im, auf dem Kicker hier, oder was? Was macht er jetzt? Gleich puh, tot. Ja, das können keine Freunde sein, oder? Wenn man sich so anschleicht. Das ist lustig. Ja, aber Sandro ist nicht auf seinen Ausguck, auf den Turm, ne? Der schießt ja sonst immer von dem roten Dach irgendwie da. Von da kommen jedenfalls immer die Kugeln geflogen, Alter. Ich habe ihn aber noch nie gesehen. Ich habe immer nur Kugeln rausgeflogen aus der Burg. Oh Gott, ey. Dyson! Dyson haben wir gleich auch länger nicht gesehen, oder? Er hat eine MP5 in der Hand. Ziemlich durchnässt. Im Schnee sind wir hier. Vermutet hier wohl ein Gegner, wa? Also wie vorsichtig manchmal die Spieler so spielen, ne? Voll Hammer, ne? Wenn man so überlegt. Ich laufe hier einfach so rein wie so ein Trampel. Brrr, hallo. Und dann gibt es gleichzeitig so Schleicher hier, ne? Hier ein Zombie. Er trainiert wahrscheinlich Schleichskill oder sowas, ne? Kann ja auch sein. Weil alles, was du machst mit deinem Charakter, ne, das gilt auch. Das
was ich, was es alles gibt, ne? Survival-Kram, Tarnung, Aufmerksamkeit, diese ganzen Skills. Und er skillt bestimmt jetzt dadurch auch irgendwie was, ne? Er hat den Zombie entdeckt. Ne? Jawohl. Enemy down. Hat sogar getroffen, der Schlinge. Psycho und Hunky Moody. Er eben das Einparken gerade. Und er guckt zu. Guck mal, was du das? Ja, auch die hängen in ihrer Burg hier, ne? Schönes Gewehr. Ihr habt alle in der SVD oder was? Nee, das ist doch nur was anderes hier, ne? Hier haben wir den Aufsatz an, Leute. Was ist das für ein Aufsatz, ey? Ein komischer Aufsatz gewesen, wa? Ja, frage ich mal über den Kollegen. Oh, sie gehen auf Jagd. Öffnet die Tore! Raus in den Krieg! Tür nicht vergessen zuzumachen. So ist gut. Vivo ist auch wieder mit dabei. Diesmal sitzt er auf dem Herd. Ist auch immer zu Hause, ne? Ich glaube, Vivo ist immer zu Hause, wenn ich hier durch die Gegend fliege, ey. Ich glaube, immer. Aber guck doch mal den seine Waffe an, ne? Das ist schon Hightech. Hat der ein Lasermodul da unten dran, oder was? Sieht ja heftig aus, Alter. Mann, diese scheiß Hoch- und Runtergewippel immer. Taktisches Licht irgendwie ist das, ne? Geil. Boah. Ja, das ist doch mal ein anständiges Schalldämpfer-Ding, ne? Guck mal, so sieht der richtig aus hier, Leute. Geil aus, ne? High-Tech-Scope. Aha. Yasemine bekommt wieder langes Haar. Boah, das ging aber schnell, wa? Der hatte doch letztes Mal fast eine Glatze, oder ne? Ist schon wieder ein Wuschelkopf geworden, Leute. Ghost in Action. AK-15. Sieht man auch nicht so oft, oder? Sind die im Event, oder was? Happy Beitreppel. Weiß ich gar nicht. Ist es ein Event? Ja, die sind im Event. Da kann man auch leveln, ne? Bratkan, Achtung. Da ist er. MK18, gute Entscheidung. Los, mach sie platt. Boah. Ganz schön laut. Radkan hat gewonnen. Ghost läuft da unten lang und Herbie ist oben. Oh mein Gott. Herbie, Ohren auf. Kann er eh nicht rausschießen, ne? Das Fenster vor, du musst zur anderen Seite. Los rüber da schnell. Jawohl, er geht dahin. Hier ist besser. Er springt erstmal. Oh mein Gott. Das ist lustig, ne? Einer unten, einer oben. Die wissen nicht, dass sie da sind, wa? Ich frage mich immer, wie sowas zustande kommt. Dass die Waffe auf einmal nicht mehr da ist. Irgendwie ganz komisch. Da ist Herbie. Achtung, die können sich sehen. Ja. Voll der Dampf hier, Alter. Das sieht aus. Ah, köstlich. Los, schieß. Patronen sehen. Aber da oben kommt eine Drohne geflogen, Leute. Kommt immer näher. Wie so ein UFO, ne? Da ist sie. Oh, jetzt sieht man es. Okay. Boah. Alles voll. Boah, guck mal, wie das Magazin ruckelt, Alter. Genau, das war defekt. Tausch das mal lieber. Ja, geile Knarre, Mann. Habe ich ja auch gerade derzeit.
Leider. Boah. Leider nur 20 Schuss, das Ding. Granate! Rad kam jetzt auch wieder zurück. Guck mal. Die Haare, die sieht ein bisschen aus wie dieser John, ne? John Wick oder wie der heißt, ne? Hat mich eben dran erinnert, so wie der so ein bisschen so aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist sein Ausguck hier. Familie-Irrenhaus wieder. Was habt ihr denn da auf dem Dach? Eine Waffe. Das sieht ja lustig aus. Das ist eine Flak, wa? Eine Flak auf dem Dach. Das ist ja wieder heute komische Kram. Was machst du denn da, ey? Warte doch mal, ich will den Typ mal sehen da hinten. Das ist der Hashtag Irrenhaus. Der hält die Waffe durchs Dach, Alter. Ganz komisch. Das sieht so schlecht immer aus, ey. Ah, immer diese kleinen komischen Bugs, ne? Kill Bill ist unterwegs. Oh. Er muss noch Autofahren leveln, man hat's gehört. Oh Gott, ey. Ja, Freunde, das kenne ich alles noch. Die Scheiße, die hatte ich ja auch am Anfang, ne? Ich bin froh, dass ich mittlerweile einigermaßen gut Auto fahren kann, Freunde. Da ist es ganz entspannt. Obwohl da gerade ein Bär geschrien hat. Hast du das nicht gehört? Du weißt, wie aggressiv Bären sind, ne? Und das schreit schon das nächste Schwein. Da ist es umgeben von irgendwelchen Viechern hier, ey. Der Henki und der Psycho sind unterwegs, Freunde. Aha, beim großen Flughafen. Ah, alles klar. Na, dann gönnt euch mal eine Menge Loot, wa, Leute? Magic Ingwer, der darf natürlich nicht fehlen. Aber diesmal ist er nicht im Busch, Freunde. Diesmal ist er in Eisfeld unterwegs. Bisschen erschöpft. Er trägt ja auch Vollausstattung, ne? Das ist natürlich schweres Zeug. Da hat er noch ein bisschen Weg vor sich anscheinend, wa? Der ist ja mitten in der Walahei, Leute. Ihr seht es selbst. Was ist das denn? Genau vom Eingang ist ein Baum gewachsen, Leute. Und der Vollstrecker, der muss erstmal den Baum vernichten hier, Alter. Damit er in seine eigene Wohnung reingehen kann. Das ist ja lustig. Ob das so geplant war? Sehr mysteriös. Ein Waldmensch, Leute. Naja, er liebt ja die Natur, ne? Geh ja schon. Ja, Freunde, das müsste Olga sein. Ja, das müsste definitiv Olga sein. 3 Stunden später. Vivo sitzt immer noch auf dem Herd. Alter, was macht ihr hier? Es gilt bestimmt irgendwas nebenbei oder sowas, ne? Keine Ahnung. Der sitzt heute die ganze Folge lang auf dem Herd, ey. Wahnsinn. Kill Bill ist mit dem Auto aufgesessen, Alter. Guck dir mal den scheiß Stein an da. Hier. Boah, oh. Geil. Guck mal, der Bär haut auch ab. Aber wie das abprallt, da habt ihr gesehen? Scheiß Stein, ne? Und schon kannst du nicht mehr Auto fahren, Alter. Das ist so schlecht. Ich kenn's ja selber, ey. Jawohl. Voll weggefetzt, ey. Steffen! Wo treibst du dich denn rum, Mann? Schwer bewaffnet? Verrückt, ne? Gibt immer wieder Spiele, die ich gar nicht kenne, die schon voll ausgerüstet sind und so. Die scheinen ja schon eine ganze Zeit lang da zu spielen, ne? Voll heftig, ey. Vollstrecker, ey. Der Waldmensch fährt hier so ein Hightech-Auto. Ja, das ist Olga. Achso, das ist die Waldschrate hier drüben. Pfeil und Bogen, auch nicht schlecht.
Ich schieße die ganze Zeit auf den Fuß, seht ihr das? Guck mal hier. Boah, heftig. Voll durchsiebt, Alter. Wie er den Bogen hält, ey. Heftig, ne? Aber so skillt er halt, ne? Weil der Zombie lange lebt. Und dann könnt ihr immer viele Punkte machen dadurch, ne? Wer es noch nicht wusste, wenn du Viecher sofort killst, dann kriegst du weniger Punkte, als wenn du lange drauf schießt. Wie das aussieht. Ja, da fährt hier halt was aus, du. Oh, jetzt reicht's ihm aber auch. Was hat er denn da an dem Bogen dran? Komisches Zeug, ne? Voll die Buschel. Braucht man Buschel für den Bogen? Ich kenne mich damit nicht aus, Leute. Freunde, zwei Scharfschützen bei der Arbeit. Ja, das ist ein manchmal ein träger Job. Aber es kann sich lohnen. Der gute alte Vivo, endlich ist er wach geworden. Ja, der Herd, der war wohl doch nicht so bequem. Ah, köstlich, wie die immer alles platt schmelzen hier, Leute. Ja, Freunde, 20 Spieler auf dem Server, Leute. Und 45 Minuten lang habe ich euch heimlich beobachtet. Bis jetzt eigentlich keine Auffälligkeiten oder sowas. Scheint alles bei uns in Ordnung zu sein auf dem Server soweit. Ne? Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Sorgen oder Nöte habt, ne, dann lasst es mich wissen. Schreibt es einfach in Discord. Da kann man das ja immer dann nach der Zeit lesen, die Nachrichten, auch wenn ich nicht da bin. Ne? Ansonsten, Leute, ist schon geil, was so abgeht auf dem Server. Gut, dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen wieder. Und dann bis dann.